Außerdem, Leute, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, habe ich ein Intro von dem lieben Votex gekriegt, ein kleines Rap-Intro. Danke dafür, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung, macht bei ihm die 700 Subs voll, würde ich sagen. Ah! Ach du Scheiße, Mann! Rollen die Babersaben, Tonnen von Hater. Fans sind nicht nur Fans, sondern Gott ist am Beterwort. Kommen, benebelt, werfen. Yo Leute, was geht denn? Herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen eine Runde UHC Run und ja, das Ganze spiele ich hier, weil sich das ganz viele Leute gewünscht haben. Freut mich echt riesig, weil ich den Spielmodus persönlich auch feier. Was UHC Run ist für die Leute, die das noch nicht wissen, werde ich gleich erklären. Erstmal haben sich noch viele Leute gewünscht, dass ich ein 1 gegen 1 gegen Zuschauer mache und das, denke ich, wird auch noch auf meinem Kanal kommen. Mehrere Infos kommen aber irgendwann in den nächsten Tagen dazu, Leute. So, jetzt erstmal für die Leute, die UHC Run nicht kennen. Wie der Name schon sagt, ist UHC Run eine Kurzfassung von dem Spielmodus UHC. Wie ihr auch schon sehen könnt, ist so gesehen ungefähr, sag ich jetzt mal, der Timber-Mod drin. Das bedeutet, die Bäume fallen direkt. Und selbstverständlich müsst ihr nichts installieren oder so, weil wie ihr schon sehen könnt, hat ein Stack 127 Blöcke. Und es ist auch egal, welchen Baum ich abbaue, ich bekomme immer Oakwood, damit das nicht zu voll wird nachher im Inventar. Also, ja, was soll ich sagen? Wie ihr schon sehen könnt, wenn ich jetzt ein Hühnchen töte, bekomme ich direkt gebratenes Fleisch und all das, was ich mit einem Hühnchen machen kann, bekomme ich direkt gedroppt raus, beziehungsweise Pfeile jetzt in dem Fall. Aus Sand bekomme ich direkt Glas raus, wie ihr sehen könnt. Glas ist bloß bei mir unsichtbar. Bedeutet auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Erz wie Eisen hier in dem Fall abbaue, bekomme ich direkt 2 Eisen raus. Das ist auch bei Dias und so der Fall. Außer, dass ich jetzt zum Beispiel bei Gravel direkt Pfeile rausbekomme und bei Kohle direkt Fackeln. Ja, ich habe 20 Minuten Zeit, mich zu equippen und kann dann gegen andere Leute kämpfen in einem großen Battle. Und hier kann ich zum Beispiel zeigen, wenn ich jetzt ein Schaf kille, bekomme ich auch Leder und Strings raus. So, super, jetzt haben wir hier noch Zuckerrohr und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch unter die Erde. Es könnte sein, dass das Video ein bisschen asynchron zu der Tonspur ist. Das liegt einfach daran, dass es eine längere Aufnahme ist und Action das nicht ganz verkraftet. Allerdings ist es so, dass das Video in 60 FPS sein wird, weil ich die Edits nicht in dieses Video einbaue, weil ich finde diesen unpassend in UHC Run. Okay Leute, da haben wir eine ganz gute Schlucht gekriegt und ihr seht auch schon, wenn ich Obsidian abbaue, habe ich kurz meinen Autoklicker angemacht, Kappa. Es gibt eine Möglichkeit, ganz viele Tränke zu machen, zum Beispiel wenn jetzt in Nether hier unter der Erde spawnt, das ist so wie ein kleines Gebiet und da drin kann man 2 Lohnspawner finden und 2 Kisten, wo oft auch Flamebücher und etc. drin sein können. Eine wichtige Rolle spielt natürlich wie in jedem UHC das Gold. Ja, ich bekomme ganz viele Herzen abgezogen, Mann! Ah! Ach du Scheiße, Mann! Außerdem, Leute, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, habe ich ein Intro von dem lieben Votex gekriegt, ein kleines Rap-Intro. Danke dafür, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung, macht bei ihm die 700 Subs voll, würde ich sagen. Er macht allgemein so eine Rap-Intros, finde ich auf jeden Fall eine gute Abwechslung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch da auch eins holen. Und ja, ich finde, er macht das ganz gut, ganz chillig und ja. Ey, Mann, ja, der Pre-Gap lohnt sich. Hier ist nix, ja, moin. Oh, da ist eine Kiste. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Mann, komm schon. Fängt er wieder echt richtig gut an, Mann. Wenn ihr mehr UHC Run auf meinem Kanal sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. 300 Likes sind auf jeden Fall drin. Ey, ich finde keine Dias. Was ist das? Jetzt bin ich fast oben. Wo geht's denn hier? Oh. Wo geht's denn hier überall hin, Alter? So, hat mir nichts gezogen. Okay, ich würde sagen, ich gehe wieder nach unten in der Hoffnung, Dias zu finden. Okay, aber ich habe immerhin schon Full Dia. Zieh ich direkt an, damit ich nicht direkt sterbe. Ja, ist mir auch schon oft passiert. Ich denke, UHC Run werde ich auch das öftere Mal mit Freunden von mir bringen. Beziehungsweise Clan-Member oder keine Ahnung was. Okay, Leute, jetzt zeige ich euch was ganz Wichtiges. Und zwar könnt ihr Dias hier unten rechts reinmachen. Und zwar sind sie jetzt enchanted. Und das gilt jetzt nur für die Schwerter. Heißt, ja, wenn ich jetzt ein paar Schwerter machen möchte, okay, ich kann nur 7 Schwerter machen, sind sie direkt auf Sharpness verzaubert, aber guckt mal hier unten, ich habe hier 16 Level und jetzt habe ich nur noch 9, weil die direkt abgezogen werden, das müsst ihr auch mit einberechnet und ja, da oben ist nochmal Gold, also was Gold angeht, bin ich unter aller Sau, also ich habe manchmal echt sehr, sehr viel Glück und manchmal einfach gar nicht und gerade habe ich einfach gar nicht. Oh, aber hier haben wir nochmal ein paar Madias, ja, das ist doch schnieke. Ja, ein kleiner Zombie. Und Ziel ist auf jeden Fall Sharpness 4 Minimum zu machen.
Hier holen wir uns auf jeden Fall nochmal das Gold ab. Sehr schön, Leute. Der Creeper hat uns auf jeden Fall nochmal ordentlich ge... Oh, da habe ich die Dias. So, das sollte meiner Meinung nach Sharp 4 ergeben alles. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich glaube, meine Audioqualität wird nicht so gut sein, weil ich ein paar Probleme mit der Raumakustik habe. Oh, es macht mir irgendwie so Spaß, hier irgendwie UAT Run aufzunehmen, ne? Es macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, jetzt haben wir Sharp 4, Leute. Ganz okay. Und ich würde sagen, ich mache mir ein paar Goldäpfel für den Notfall, weil ich die, denke ich, eh brauchen werde, noch vor der... bevor die Grey Spirit vorbei... Mann, was ist denn los? Super, jetzt haben wir 8 Gaps. Der Pre-Gap muss sich lohnen auf jeden Fall. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt irgendwie nochmal runterzufallen und dann kommt ein Creeper und ich bin instant down. Das ist mir so oft passiert, Leute. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger jetzt. Ja, wir könnten auch schon langsam mal einen Enchanter machen. Kommen wir auch dazu. Moin. Okay, Enchanter. Was ich jetzt gerne hätte, wäre ein bisschen mehr Gold. Für ein paar mehr Gaps. Aber 8 ist ganz okay. Okay, hier ist wieder nur Scheiße drin. Leider haben wir keinen Nether gefunden, aber wir haben ja noch 4 Minuten Zeit. Leute, wir haben jetzt so viele Dias, dass ich glaube, ich mache jetzt einfach mal Prot 2 auf die Rüstung. Beziehungsweise verbessere erstmal alles. So, Enchanter und jetzt mache ich mir einfach... Ich kann mit 2 Rüstungen fast noch machen. Nice auf jeden Fall. So, Amboss Rüstung ausziehen. Bitte komm jetzt kein Creeper oder so. Oh, Leute, wir haben jetzt ein Nether. Jetzt ein Nether, wirklich jetzt. Jetzt kann ich auch mal den Nether zeigen. So, das ist so ein Gebiet. Moment. So, Leute, das ist der Nether. Das ist so ein kleines Gebietchen. Ich habe kein Wasser. Habe ich ein Glück, dass sie dumm sind, Alter. Okay, Leute, wir werden geportet. Sehr schön. Und ja, ich denke, ich werde nicht direkt Center gehen. Ihr seht hier rechts im Scoreboard. Hier ist Center. Das sind die Blöcke zur zentralen Mitte. Und... Was ich auf jeden Fall jetzt machen werde, ich werde mir nochmal einen Wassereimer machen. Denn wenn hier jemand ein Fire Aspect kommt, bin ich auf jeden Fall RIP. Okay, da hinten ist schon einer. They don't wanna see me rise. No. 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 They don't wanna see me rise. No. 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 They don't wanna see me rise. No. They just wanna see me fall. When I've been giving my all, I'm just gonna do it my way. My own way, my own way. I'm just gonna do it my way. My own way, my own way. Forget what they say. Dropped out of school on my first day, and I did that shit twice. And I ain't saying that cause I'm proud of it. I'm saying that cause I turn my dark days to light. Yeah, putting work in. Everybody saying that it's working. These days I'm feeling like a new person. Guess that's why I'm up late so determined. Damn, we on, looking like Dion. Half step into the end zone and beyond. Slick with the bars, got you thinking I'm a phenom. Chillin' on the way, they said I never could be. I'm like, woo, look what we did. Remember way back when I kept this hit. People always said I couldn't write no hits. Now me and my team, we're just doing it big. Do it big for my hometown. From my hometown, friends always got my back. Know I'm on the right path, only spitting the facts. Working all day, making sure this shit gon' last, yeah. Alter, was war das denn? Die greifen sich nicht an? Dann geht er mich clean? Hä? Ey, ich hoffe, nein, er hat den ganzen Stuff. They just wanna see me fall. When I've been giving my all, I'm just gonna do it my way. My own way, my own way. Just gonna do it my way. My own way, my own way. Forget what they say. Never needed no acceptance. All the people talking sound like broken records. I could tell they used to have a dream and they were too afraid to see if they could go and get it. That don't sound like good advice. I want it forever, not just overnight. Competition, nothing, they just overhype. Put the money down, then I roll the dice. I had 3 grand to my damn name. No job, no place to live. Sat down, made my first album. That shit pop, felt like I made it big. Fans got me now full time. Give them nothing but the best of me. OG in my hometown now. Up and comers want the recipe. So we cooking up. Back when I was just a rookie, ain't nobody. Jawohl, Leute. 32 Gaps haben wir noch gehabt. Was hatte er noch alles? Ja, ein bisschen was. Okay, Leute, das war's mit der ersten Folge von UAC Run. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Abi, Grüße gehen raus an dich. Und ich würde sagen, nächsten Tag. Ciao.